Montiert wird künftig jedes Smartphone zu einem Radnavi, zum Beispiel mit dem Bike Nature Guide. Der Bike Nature Guide ist ein Fahrradnavi, das speziell entwickelt wurde für die Ansprüche des Alltagsradverkehrs. Das Schöne an so einem Fahrradnavi ist, dass es speziell die ganzen Radwege, Lückenschlüsse und kleinen Verbindungen kennt und findet. Nach welchen Kriterien das Radnavi eine Radroute vorschlägt, lässt sich individuell festlegen. Man kann selber entscheiden, ob man lieber eine gemütliche Route fährt oder ob man einfach die schnellste Route vorgeschlagen bekommen soll. Zusätzlich kann man dann auch unterscheiden, je nach Fahrradtyp, ob man sich nur auf asphaltierten Wegen bewegen soll oder ob auch geschotterte Wege dabei sein können oder ob sogar alle Wege, also notfalls auch einmal ein kleiner Erdweg dabei sein kann. Die App funktioniert grenzüberschreitend, völlig unabhängig von den jeweiligen Mobilfunknetzen. Das heißt, es ist nicht nur das Gebiet von Vorarlberg dabei, sondern auch das St. Galler Rheintal, das Fürstentum Liechtenstein, die ganze Bodenseeregion und auch das angrenzende Allgäu. 1,3 Kilometer Straßenverlauf folgen. Die App ist in allen App Stores für Android und Apple kostenlos erhältlich. Einmal heruntergeladen und installiert, ist für den Betrieb kein Internet erforderlich. Dank dem Altstar-Projekt und der Unterstützung der Vorarlberger Landesregierung wird das Kartenmaterial für Vorarlberg und die Grenzregionen gratis zur Verfügung gestellt. Zudem werden die Karten, Touren und wichtige Zielpunkte regelmäßig aktualisiert. Es empfiehlt sich ab und zu ein Update zu machen, es kommen immer wieder neue Routentipps dazu. Man kann also nicht nur Start-Ziel-Routing machen, sondern man kann sich auch Freizeitrouten vorschlagen lassen, Rundkurse und zusätzlich sind auch wichtige Zielpunkte, sogenannte Point of Interests, drin, die laufend ergänzt werden. Links abbiegen. Eine sehr funktionelle und preiswerte Möglichkeit zur Befestigung des Smartphones ist die Universalhalterung FIN. Mit dem FIN lässt sich beinahe jedes Smartphone absolut sicher am Fahrrad befestigen. Erhältlich sind diese Halterungen im Internet oder im einschlägigen Fahrradfachhandel. Man kann also über Stock und Stein damit radeln, ohne dass dem Smartphone irgendwas passiert. Ergänzend zum Radnavi gibt es auch einen Online-Radroutenplaner für Vorarlberg und die Grenzregionen, der unter radplaner.vmobil.at zu finden ist.